Michael Preute, der als Autor unter seinem Pseudonym Jacques Berndorf bekannt wurde, ist am 3. Juli 2022 gestorben. Das hat sein Verleger Ralf Kramp dem Südwestrundfunk bestätigt. Preute wurde vor allem durch seine Eifelkrimis bekannt. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium arbeitete er zunächst als Journalist und berichtete viel aus Kriegs- und Krisenregionen. 1984 ließ sich der damals angehende Schriftsteller in Berndorf in der Eifel nieder, um sich fortan auf das Schreiben zu konzentrieren. Das inspirierte ihn auch zu seinem Pseudonym. Als Jacques Berndorf verfasste er 23 Romane und verkaufte mehr als 6 Millionen Exemplare seiner Eifelkrimis. 2019 hatte Berndorf dann erklärt, dass er nach 30 Jahren schließlich mit dem Schreiben aufhöre. Laut SWR lebte er zuletzt zurückgezogen in der Vulkaneifel. Berndorf wurde 85 Jahre alt.